Jo Leute, Goffio hier. Herzlich willkommen zu einem klitzkleinen Spoiler-Video. Und zwar werde ich heute schon mein Make-up fürs MPS preisgeben. Und zwar haben wir nicht mehr so lange bis zum MPS in Dortmund. Es ist genau noch eine Woche. Von daher werde ich sehr wahrscheinlich nicht die Zeit dazu haben, morgens noch ein Video aufzunehmen und das gleichzeitig hochzuladen. Weswegen ich das jetzt schon preisgeben werde. Es wird ein sehr dezentes Make-up, muss ich sagen. Ja, alles, was ich hier in diesem Video benutze, ist kein Produktplacement. Ich werde dafür nicht bezahlt oder sonst irgendwas. Dank Artikel 13. Ich werde hauptsächlich mit dem Acqua Easy Cup Make-up ja, hantieren. Wird auch nur, wird nicht allzu viel sein. Wird halt echt nur sein und ja, das war's im Endeffekt auch schon. Also fangen wir an. Ich hab mir neue Kontaktlinsen geholt und will damit heute mal ein bisschen rumexperimentieren. Aus dem Grund, weil ich noch gar nicht weiß, wie die wirken. Ja. Fail, würde ich sagen. Und zwar heißen die Wildfire. Und da bin ich echt mal gespannt drauf. Ja. Es geht. Die haben echt was. Das Gelbe wird auf einmal grün. Das sieht, ja, sieht ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ich glaube, in Kombination mit dem Make-up könnte das echt sehr extrem aussehen. Sagen wir es mal so. Ich meine, ihr wisst ja, ich liebe dieses krank extreme, ja, ne? Aber da ich mein Outfit leider noch nicht zu 100% fertig habe, bin ich halt noch ein bisschen am Experimentieren. Und von daher jetzt halt ja, ein bisschen schlicht. Das meiste werde ich mir sehr wahrscheinlich auch in Dortmund holen, was noch zum Outfit dazugehört. Weil ich mir gedacht habe, so bis Köln werde ich das, also bis zum 3.8. werde ich das definitiv vollständig haben. Einfach aus dem Grund. Ja, bis Köln dauert noch ein bisschen. Bis dann habe ich auch alles mit eigener Wohnung geregelt, alles drum und dran. Und ja, da muss ich halt einfach ein bisschen experimentieren. Dann natürlich, wie gewohnt, erstmal die Augen schön schwarz schattieren. Wie man es ja aus so vielen Videos von mir kennt. Also aus, so gesehen, fast allen. Ich meine, wann schattiere ich mir die Augen mal nicht vor Kamera? Oder in welchem Make-up-Tutorial tue ich es mal nicht? War blöd gefragt. So, Augen sind ja, halbtot schattiert, okay. Es ist verdammt warm, muss ich sagen. Ja, aber kommen wir jetzt mal zum Hauptpunkt. Und zwar kommt jetzt das richtige Make-up. Ich habe mir da ein paar Ideen geholt über YouTube, muss ich ehrlich zugeben, weil mir nicht wirklich viel was eingefallen ist und das, was ich so angedacht habe, war dann doch ziemlich extrem, um ehrlich zu sein. Das war echt schon so wow, weil ganz stirnschwarz, alles geht bis hier runter, alles drum dran. Das war echt too much, sah auch nicht mehr wirklich gut aus. Also gibt's wirklich selten Sachen, wo ich sag so, okay, das kann man so lassen. Das Watercup Make-up ist wie Wasserfarbe oder Fett, ja doch Fett Make-up, wird an sich mit Wasser angerührt und ist dementsprechend auch sehr, ja, robust, kann man sagen, weil das einfach
er aufgrund der Wasserbasis auch relativ schnell abwaschbar ist. Sagen wir es mal so. Ja, ich werde jetzt erstmal nochmal die Augen nachtrainieren. Oder, ja. Erstmal vollständig machen, würde ich sagen. Da meine Linsen noch relativ neu sind und ich die noch nicht hatte, tränt natürlich mein Auge wie jedes Mal. Aber bei dem Wetter kein Wunder. Also, die Augen sind jetzt echt dezent sehr schwarz gesetzt. Huch. Ja. Auf jeden Fall hab ich halt angedacht, ja, natürlich werde ich wieder mit Runen arbeiten, das ist klar. Aber ich habe mir angedacht, dass ich hier mehr so in Zackenform arbeite und generell mal etwas ja, verwirrender rangehe, sagen wir es mal so, was ja normalerweise nicht so wirklich meins ist. Ja, das ist sehr schön gemacht, Nick. Ja, das ist leicht verkorkst, aber auch nur ganz leicht. Und ich bin am Saften wie eh und je. Aber wie gesagt, da ich mir ein paar Sachen mal rausgesucht und angeguckt habe. Ist warm. Yeah. dann werde ich mal ein bisschen rumhantieren. Schon so lassen, finde ich. Und hier gehen wir dann, machen wir mal was anderes. So, da ich jetzt gerade durch kleinen Zwischenfall Faden verloren habe, muss ich gerade gucken, dass ich ihn wiederfand. Yeah. Also, wie gesagt, das kann ich gerade so lassen. Das gefällt mir relativ. Ja, kann man schon so machen. Und wie ich hier jetzt rangehe, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Aha. Ich denke nämlich mal, dass ich da das extravagant versuche. Nämlich. Also wenn es so warm wie heute auf dem MPS wird, dann wird das lustig. Wird dann sehr lustig. So. Kann man so machen. Kann man. Ja. So, dann versuchen wir natürlich das. Da ein bisschen ausdünnen. Ah, natürlich verkacke ich das wieder. Oh, es war so klar, dass ich das wieder verkacke. Mann. Das verkacke ich irgendwie immer. Ich kann es einfach nicht.
Ich sag's halt, egal. So. Ja, sieht schon aus. Aber fehlt jetzt trotzdem noch was. Oh. So, sehr wahrscheinlich werde ich wieder mit der Fehu-Rune rumlaufen, die ich allerdings sehr mag, muss ich sagen. Aber ich denke mal noch in Kombination mit zwei anderen Runen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Auf jeden Fall werde ich eine Rune auferstehen haben. Ich weiß halt nur noch nicht, welche. So, und zwar... So. So. Ich denke mal, dass diese Kombination sein wird. Ja, will sie sogar hinhauen. So, dann gehen wir natürlich wieder hin und machen den. Also ich denke mal eher, das wird mein Haupt-Make-up sein. Aber da ich jetzt noch auf die dumme Idee komme, mit einer anderen Farbe rumzuhantieren, weil ich habe noch Weiß da. Sieht bestimmt auch geil aus. Bin ich gleich gespannt drauf. Bilder dazu werden gleich auf Instagram und Facebook erscheinen. Natürlich so halbwegs in meinem Outfit. So muss es auch sein. Deswegen auf Instagram einfach mal BlackSpider666 abonnieren. Da gibt es ja an sich täglich neue Bilder, auch von dem, was ich privat nebenbei mache. So auch von meinen Trainingsergebnissen, da ich ja mittlerweile das Krafttraining wieder angefangen habe und generell das Trainieren und auch wiederum viel in der Natur unterwegs bin. Wird da auch immer wieder was Neues erscheinen. Aber ich bin gerade auf die Idee gekommen, warum hantieren wir nicht nur ein bisschen mit Weiß und setzen die Narben etwas dezent oder die Zeichen, sagen wir es mal so. Ja. Und dezentrieren das Ganze einfach mal ein bisschen. Nehme ich einmal so und ja. Wenn ich gerade übel zum Saften bin, ist das mega scheiße. Ja, so in etwa würde ich es schon machen. Natürlich ein bisschen mehr ins Schwarze reingehen und mal ein bisschen rumhantieren, sagen wir es mal so. Weil das Schwarze muss definitiv bisschen dezentrierter sein. Man muss sagen, es ist früh am Morgen. Wir haben 12 Uhr oder so oder viel vor 12. Das wird halt mein Haupt-Make-up sein. Das steht definitiv fest. Sehr wahrscheinlich werde ich mir aber auch die Augenbrauen weiß dezentrieren. Boah, da verschwindet mein Piercing auch direkt wieder. Ja, geil. Also, ja, nee, werde ich nicht. Das steht jetzt fest. So, da ich es aber nebenbei, weil ich keine Zeit habe, noch nicht ausprobiert habe, war das jetzt so gesehen mein erster offizieller Versuch. Ja, das wird halt mein MPS-Make-up sein. Der Schmuck bleibt derselbe. Kringkopfkette mit dem nordischen Sonnenkompass dürfte das sein. Fersengoldkette aus dem Album Funkflug. Das hatten wir vor 2 Jahren schon mal. Und natürlich Mjölnir. Darf ja auch nicht fehlen. Nebenbei kommen in den nächsten paar Monaten noch ein Tattoo-Video. Und zwar wird mein linker Arm erfüllt. Und zwar hatten wir letzten Monat oder vor 2 Monaten den rechten Arm mit dem nordischen Runenkompass. Also den Wegweiser. Wegvisier, auch genannt.
Auf dem linken Arm kommt natürlich das totale Gegenstück, nämlich Yggdrasil. Da haben wir auch schon wieder einen Spoiler drin. Mann, das Video besteht aus voller Spoilern. Und ja, ich hoffe, dass wir uns definitiv auf dem MPS sehen werden. Für die Leute, die da sind. Wenn ihr mich sehen solltet, einfach mal ansprechen. Können auch gerne mal gemeinsam einen trinken gehen oder sonst irgendwas. Ich habe eh ziemlich vieles mit Leuten noch offen. Darunter auch noch ein, zwei Sachen, die, ja, lieber privat bleiben. Ja, ich werde jetzt für Instagram noch ein paar Bildchen machen. Und hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche Samstag auf dem MPS in Dortmund. In dem Sinne, genießt die Woche, genießt die Feiertage vor allem. Und wir sehen uns dann auf dem MPS. In dem Sinne, ciao.